Hier im schönen Murmlikon lebt Papa Moll seit Jahren schon. Noch ist hier alles ruhig und still. Ob das wohl heute so bleiben will? Papa Moll, Schweizer Biedermann, hilfsbereit, stets leicht überfordert zwischen Vaterrolle und Beruf. Er lebt dank seinen drei Kindern etliche Abenteuer. Der Film erinnert optisch an die 50er Jahre. Auf den ersten Blick pure Nostalgie. Deshalb war der Sohn der Papa-Moll-Schöpferin Roy Oppenheim anfangs etwas skeptisch, ob die Familie Moll im Jahre 2017 nicht etwas moderner sein dürfte. Wirkt sich das einfach nur nostalgisch aus, sozusagen, ich sehne mich nach einer vergangenen Welt, oder hat das noch eine andere Bedeutung? Und das nur sich sehnen nach, das wäre eigentlich nicht das, was ich mir vorgestellt habe, denn der Moll lebt und er lebt weiter. Und wie? Verlangte es aber für die Macher viel Fingerspitzengefühl. Zudem sind die 50er Jahre für Kinderaugen eine unbekannte Welt. Ohne Wissen über damalige Werte schafft der Film nun eine eigene Fantasiewelt. Herr Grimm! Hilfe! Man hat mich geschossen! Für mich ist Papa Moll eine Figur aus meiner Kindheit, die ich so natürlich kenne. Die hat dieses merkwürdig bürgerliche, piefige ein bisschen. Und da möchte ich es eigentlich auch lassen. Es ist auch eine Art, es gehört auch zur Schweiz dazu. Es war die Antwort zu Mickey Maus. Ich finde auch, die Geschichten funktionieren in der heutigen Zeit nicht. Die Väter sind nicht überfordert, wenn sie drei Kinder mal ein Wochenende alleine zu Hause haben. Im Gegenteil. Ohne nostalgische Verklärtheit ist der erste Papa-Moll-Film eine wertig witzige Verfilmung. Ja, Moll. Hallihallo, oh. Ich wollte fragen, ob bei euch alles in Ordnung ist. Ja, es ist alles wunderbar.